Die Bohrung Böttesen Z11 des Energiekonzerns ExxonMobil. Eine von über 50 Erdgasförderstellen in Niedersachsen. Erdgas gilt im Gegensatz zu Kohle als saubere Energie. 20 Jahre lang dachten das auch die Bewohner der umliegenden Dörfer. Es störte sie nicht, dass sie auf dem bisher größten bekannten Erdgasfeld in Deutschland wohnten. Doch vor gut einem Jahr kippt die Stimmung. Presse und Fernsehen berichten von Vorfällen. Fast täglich kommen neue Schreckensmeldungen hinzu. Einige Anwohner gründen eine Bürgerinitiative, denn sie haben Angst um ihr Trinkwasser. In unserem nahen Umfeld hier hat es eine Leckage gegeben. Und zwar hatte man dort Rohre verlegt und Verbindungsstücke, Muffen, eingesetzt, die undicht waren. Und darüber ist dann benzolhaltiges Lagerstättenwasser und quecksilberhaltiges Lagerstättenwasser ausgetreten. Ich habe besonders Angst vor den giftigen Chemikalien, die zum Einsatz kommen, die in unser Grundwasser gelangen können. Denn wenn das Trinkwasser einmal verseucht ist, sei es durch Gifte, durch Chemikalien, die beim Bohren zum Einsatz kommen, oder es kann auch radioaktiv verseucht werden, dann können wir hier das Wasser in Zukunft nur noch im Supermarkt kaufen, aber nicht mehr aus dem Wasserhahn genießen. Nicht das Gas, sondern das Tiefenwasser aus der Lagerstätte bereitet den Anwohnern Sorgen. Denn bei einer Bohrung kommen Substanzen zutage, die sonst im Boden gebunden sind. Das Gas in Niedersachsen liegt in einer porösen Sandsteinschicht in bis zu 5000 Metern Tiefe. Wenn das Gas zum Bohrturm strömt, kommt Wasser aus der Tiefe mit hoch. Dieses Lagerstättenwasser hat einen sehr hohen Salzgehalt, ist leicht radioaktiv und angereichert mit Quecksilber und Kohlenwasserstoffen, wie dem krebserzeugenden Benzol. Das Lagerstättenwasser gilt deshalb als Sondermüll und muss entsorgt werden. Per LKW und Pipelines in sogenannten Versenkbohrungen. Dort wird es einfach wieder in die Erde gepumpt. Was wir unseren Kindern oder auch vielleicht unseren Enkelkindern hier hinterlassen, das ist im Grunde genommen eine ganz große Sauerei. Denn hier hinter uns werden 300.000 Kubikmeter giftiges Lagerstättenwasser verpresst. Und das entspricht ungefähr 10.000 Tanklastwagen. Füllungen, 10.000 Tanklastwagenfüllungen, die hier unter die Erde gepresst werden. Wir schwimmen oder wir stehen auf einem riesen Giftsee hier, der sich unter unseren Füßen befindet. Dieses Abwasserproblem könnte in Deutschland bald ein noch viel größeres Ausmaß erreichen, wenn die Gaskonzerne in großem Stil eine bestimmte Technik verwenden, das Fracking. Es wird eingesetzt, um in Schiefergestein eingeschlossenes Gas zu fördern, an das bisher ein Herankommen nicht möglich war. Mit hohem Druck werden riesige Mengen Wasser ins Bohrloch gepresst. Das Gestein zerklüftet. Dem Frackwasser beigemengt sind Quarzsande und giftige Chemikalien. Polymere machen es dickflüssig, Biozide verhindern Bakterienbefall und Tenside die Reibungsverluste. Der Großteil des Wassers kommt mit dem Gas wieder hoch und muss genau wie Lagerstättenwasser entsorgt werden. Nur sind es jetzt noch größere Mengen. Vor allem in den USA wird diese Technik bisher eingesetzt, um Schiefergas zu fördern. Es deckt bereits ein Drittel des US-Gasbedarfs. Dank der riesigen Vorkommen ist Amerika heute so gut wie unabhängig von ausländischen Lieferanten. Man spricht von einer Gasrevolution. Und nicht nur in den USA, weltweit liegen Gasreserven noch eingeschlossen in Schiefergestein. Auch in Europa und in Deutschland. Nach neuen Schätzungen gäbe es hier zwischen 7 und 22 Billionen Kubikmeter. Der davon nutzbare Anteil könnte den kompletten deutschen Gasbedarf bis zu 15 Jahre lang decken. Für die Erdgaskonzerne ein riesiges Geschäft. Doch die Stimmung in Deutschland gegen Fracking ist eindeutig. Unter anderem wegen der fatalen Entsorgungspannen in Niedersachsen. Es gibt auch noch keine Untersuchungen darüber, wie sich die eingesetzten Chemikalien langfristig auf die Umwelt auswirken, wenn sie mit dem Frackwasser unterirdisch entsorgt werden. Die Konzerne suchen nach Lösungen. ExxonMobil verkündete vor kurzem, ihre Forscher hätten ein unbedenkliches Frackwasser entwickelt, mit dem Exxon Schiefergas ohne Umweltgefährdung fördern könne. Studien im Auftrag des Umweltbundesamtes und Nordrhein-Westfalens haben nun unter anderem diese neuen Substanzen geprüft. Und wir haben für einige der Stoffe, die in dieser Weiterentwicklung drin sind,
festgestellt, dass das Gefährdungspotenzial geringer ist, aber dann für einen Stoff auch festgestellt, dass das Gefährdungspotenzial gegenüber dem alten Stoff oder herkömmlichen Stoff noch größer war. Insofern sind wir im Moment nicht davon überzeugt, dass die Weiterentwicklung der Freckfluide oder Freckadditive durchgängig ein geringeres Gefährdungspotenzial haben. Nordrhein-Westfalen hat nun als erstes Bundesland das Fracking verboten. Vorerst. Für die Bohrung Bötersen Z11 läuft noch ein Fracking-Antrag. Wie Niedersachsen entscheiden wird, ist noch ungewiss. Die bereits geschädigten Anwohner jedenfalls bleiben wachsam.